benennen. Mein Jagdpilot fliegt am Himmel durch das Abendrot. Kaum mehr keiner wird verschont und ihr Team ist am Verlieren, denn wir zeigen kein Pardon, wenn wir wieder attackieren. Zieh nach oben, denn mein Jagdpilot fliegt quer über den Himmel durch das Abendrot. Meine Jungs und ich schicken dir den Gnadentod und das bleibt noch der Status quo. Wir jagen den Laden hoch, du schluckst eine Packung Schrot. Mit brennenden Patronen startet die Expedition. Keiner auf der Map, hier wird verschont. Wir springen vor Testosteron. Du siehst das Auge am Himmel, so als wäre es ein Herr der Ringe-Film. Und ich weiß, dass du mich killen willst, doch ich scheitert an den Fingerskills. Denn ich komm und schieß mit der Kombo, wie gekonnt aufs Ziel. Die Bombe fliegt und erledigt dich, während du grad von meinem Molotov-Cocktail fließt. Und glaub mir, es bringt nichts, wenn du eine Rauchbombe wirst. Denn wenn mein Team und ich kommen, werdet ihr ausmanövriert. Denn während der Krieg unten im Graben tot, flieg ich mit meinem Jagdpilot im Abendrot und schenke dir den Gnadentod. Du schluckst eine Ladung Schrot, es ist so. Bleibt der Status quo, denn wir jagen den Laden hoch, gleich Hagel des Granaten, Bro. Während du noch ahnungslos im Party Hawk am Campen in der Scheune hockst, bin ich längst schon unterwegs und schleiche mich in den Gebäudeblock. Ein Hoch auf unsere Infanterie, so viel Kills hatte mein Team noch nie. Und rate mal, wer gleich in Richtung Sieg am Himmel fliegt. Mein Jagdpilot fliegt am Himmel durch das Abendrot. Glaub mir, keiner wird verschont und ihr Team ist am Verlieren. Denn wir zeigen kein Pardon, wenn wir wieder attackieren. Zieh nach oben, denn mein Jagdpilot fliegt quer über den Himmel durch das Abendrot. Meine Jungs und ich schicken dir den Gnadentod und das bleibt noch der Status quo. Wir jagen den Laden hoch, du schluckst eine Packung Schrott. Ich hab die Panzerschreck im Handgepäck, baller damit deine Mannschaft weg. Lauf von der Klippenstraße straight zum Scharfschützen, ist der VS die Taktikmine. Dann kam meine Jagdmaschine und spätestens dann war uns schon klar, dass du die Lobby verlässt. Denn ich chill mit der Typ 100 vor dem Südbunker und platziere mein Artilleriegeschoss. Schieß so oft in den Hinterkopf, bis du dein Gehirn auskotzt. Wird's das kost und ich sorg weiterhin für Furore und zähle bereits die Kills meiner Reihenfeuerpistole. Dann ist mein Bombenteppich gezündet, wird es ein regnerischer Tag und ich zerpflück damit mehr Köpfe als beim Zerlegen von Salat und begegne dein Soldat. Vater meiner PPSCH wandert der Legos in ein Grab und zwar erledigt zum Vertrag. Denn ich hechte mich und breche mit dem rechten Stick den Neck und triff zurecht, was für ein Headshot und das Ganze noch mit Festungsblick. Der Extragriff sitzt fest und gibt der Sache noch den letzten Schliff. Und wenn das noch nicht reicht, erledigt dich mein Bajonett und Krall. Mein Jagdpilot fliegt am Himmel durch das Abendrot. Glaub mir, keiner wird verschont und ihr Team ist am Verlieren. Denn wir zeigen kein Pardon, wenn wir wieder attackieren. Zieh nach oben, denn mein Jagdpilot fliegt quer über den Himmel durch das Abendrot. Meine Jungs und ich schicken dir den Gnadentod und das bleibt auch der Status quo. Wir jagen den Laden hoch, du schluckst eine Packung Schrott. Keiner schießt so schnell mit dem Karabinmodell. Ich ziehe schneller als mein Schatten erlaubt. Meine Kanone feuert immer präzisionsgesteuert. Zu Hause auf der Couch klatschen alle Applaus. Wieder fliegen Fallschirmjäger und es fliehen alle Gegner. Ich treff sie im Café, heißt ich schalte sie aus. Und sobald mein Bajonett im Leibe steckt, weißt du, es hat keinen Zweck. Besser wärst du, gibst den Bock auf, geh in Deckung, denn mein Jagdpilot fliegt am Himmel durch das Abendrot. Glaub mir, keiner wird verschont und ihr Team ist am Verlieren. Denn wir zeigen kein Pardon, wenn wir wieder attackieren. Zieh nach oben, denn mein Jagdpilot fliegt quer über den Himmel durch das Abendrot. Meine Jungs und ich schicken dir den Gnadentod und das bleibt auch der Status quo. Wir jagen den Laden hoch, du schluckst eine Packung Schrott. Klappe zu, auf den Tod. Mein Team und ich blasen zum Angriff. Für den Starter hagelt es Granaten. Ich serviere den Headshot zum Nachtisch. Würdest du mich fragen, wie es mir geht, würde ich sagen, ich bin kaltblütig unterwegs. Und ich verschaffe mir einen Weg, in dem ich baller, bis keiner mehr steht. An der Spitze ist es einsam, allein schon wegen meiner Trefferrate. Ich scheue keinen Zweikampf, auch wenn ich nur noch kein Messer trage. Mach ich dich im Alleingang, da hilft dir keine Blendgranate. Ich bin fest verdrahtet, falls du wartest, ist dein System wegstartet. Ich bin dir immer einen Schritt voraus, jede kleine Handgriff sitzt genau. Du erblickst das Licht der Map und ich knipst dir die Lichter aus. Mein Fernengeschütz steht schon am Dach, feuert massig Patronen ab. Jetzt noch ein, zwei Kills, dann heißt es David gegen Goliath. Ich bin ein Sentinel und darüber ziemlich froh. Das wird Lions nicht gefallen. An alle Atlas-Truppen, ihr macht Bekanntschaft mit der Show. Das wird Lions nicht gefallen. Ich nehme die Bulldog und ist die Map auch riesengroß. Ich weiß, wenn wir zwei uns begegnen, ja, dann findest du den Tod. Das wird Lions nicht gefallen. Ich koche für
du bekommst mich niemals zu fassen. Ich hab genug Munition ausgerüstet, um dein ganzes Team abzuschlachten. Ich unterstütze die Spielkameraden durch Reimpatronenabschüsse. Schon kommst du vom Himmel gefallen, denn ich bin dein Tontaubenschütze. Kontrolliere den Sonnenreflektorturm, du schaffst kein Comeback in Comeback, denn ich marschiere mit dem Walker-Panzern durch und du wirst zusammengefaltet. Fahr mit der Schwebebahn die Rail entlang, du versteckst dich und fängst zu beten an. Ich bewege die Tram nach nebenan, diese Gatling-Gun macht mega Fun. Der Vorrat wird vom Orbit befördert. Du willst den Clown, doch kommst nicht vorwärts. Wegen meinem Wobble, du Norbert. Meine Bombardierung naht unter Diagonal und ich setz meine Sentex ein. Du planst einen Präventivanschlag, doch diese Klette wird dein Ende sein. Ich bin ein Sentinel und darüber ziemlich froh. Das wird Lions nicht gefallen. An alle Atlas-Truppen, ihr macht Bekanntschaft mit der Show. Das wird Lions nicht gefallen. Ich nehme die Bulldog und ist die Map auch riesengroß. Ich weiß, wenn wir zwei uns begegnen, ja, dann findest du den Tod. Ich begehe einen Massenmord auf Atlas George. Seh dich in der Ferne und schon kracht die Mors. Der zweite Gegner klappt vom Rohr und der erste stand zufällig knapp davor. Du hörst noch, wie ich übertaktet sage, ob Stachel oder Bankgranate. Ich bin längst unterwegs und verübe ein paar Attentate. Keine liegt in der Hand wie sie. Ich bin seit dem ersten Tag verliebt, schon in meiner Fantasie sah ich mich mit Amelie. Ein gutes Gewehr ist für mich essentiell, denn ich bin ein Sentinel und eventuell wird das zwischen uns noch rein, eventuell. Ich habe dich auf der Map gesucht, hatte lang genug beim Campen zu. Ein Noob, der in der Ecke hockt und sich versteckt, der fällt im Nu. Ich stoße dich in den Abgrund mit deinem Body-Slam, sprich Exo-Boost, und freu mich schon auf die Abschuss-Game, denn mein letzter Kill warst extra du. Ich bin ein Sentinel und darüber ziemlich froh. Das wird Lions nicht gefallen. An alle Atlas-Truppen, ihr macht Bekanntschaft mit der Show. Das wird Lions nicht gefallen. Ich nehme die Bulldog und ist die Map auch riesengroß. Ich weiß, wenn wir zwei uns begegnen, ja, dann findest du den Tod. Das wird Lions nicht gefallen. Mehr Intelligenz als die meisten. Und ja, ich weiß, wie du tickst. Du brauchst dich nicht mehr zu beweisen, denn jeder weiß, wer du bist. Du bist ein ehrenhafter Mann, hast deine Ziele erreicht. Es war oft harte Arbeit und nicht alles fiel dir immer leicht. Du siehst dein Spiegelbild mit Stolz und du verfolgst deine Pläne. Du hast oft Stress und mit so manchen deiner Bossen Probleme. Doch gibst nicht auf, auch wenn keiner deiner Freunde mehr dran glaubt. Du ballst die Faust, du deckst den Tisch, du sorgst für alles, was man braucht. Du hast es drauf, du bist immer auf dem neuesten Stand und auch mit fiesen Tricks kann man dich nicht täuschen. Du bleibst äußerst elegant, du gehst häufig auf Distanz. Aber Leute, das macht nicht so, meine Freunde schreien GZ, denn du wirst heute 85. Spiele WoW, alles für die Horde. Meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vom PC. Spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein, mach PvP. Und ich sitz wieder vom PC. Spiele WoW, meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein und schau, was geht. Ich steh mitten in OG und wart auf den Arena-Invite. Die Allianz kann kommen, denn ich und auch mein Mate sind bereit. Egal was kommt, nein, mein Mage macht es den Gegnern nicht leicht. Alle CCs sind ready und wenn ich will, dann regnet das Eis. Wir hatten schon ewig keinen Vibe mehr, es lief immer perfekt. Und falls es dann wirklich mal zu eng wird, ja, dann blinzel ich weg. Meine Gilde zollt mir Respekt, ja, sie ist allzeit bereit. Und erst seit ich hier bin, weiß ich wirklich, was Zusammenarbeit heißt. Das wird knapp, stirb du so. Ich sag, ach was, jetzt gibt's Prügel, jetzt gibt's nen Counterspell, danach klau ich dem Parler die Flügel. Du hast so viele Talente und hast sie niemals verschwendet. Noch ein paar Klicks, dann der Crit und das Spiel ist zu Ende. Ich sitz wieder vom PC, spiele WoW, alles für die Horde. Meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vom PC. Spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein, mach PvP. Und ich sitz wieder vom PC, spiele WoW, alles für die Horde. Meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein und schau, was geht. Wir leben nicht in der
Realität. Doch wir sind 12 Millionen aus verschiedenen Völkern und Regionen. Und wir teilen das gleiche Hobby, nein, wir können nicht ohne. Wir sind zwar süchtig, doch gibt's ne schönere Droge. Und meine Freundin will heiraten, ich sag gleich nach dem WG. Anscheinend geh ich zu weit, entweder sie oder WoW. Doch ich will beides, und wenn beides nicht geht, gibt's nur einen einzigen Weg, denn ich will zocken, also pack doch deine Sachen und geh. Spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin, ja sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW, ich lock mich aus, doch viel zu spät. Und ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin sagt sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich lock ein, mach PvP. Und ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin sagt sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich lock ein und schau was geht. Alles für die Horde, meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW. Oder ich log aus, zock auf der Xbox COD. Team Deathmatch. Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP, doch Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir, eine Runde geht. Die Gegner sind hilflos verloren, wir dringen vor, also mach was du willst, es gibt keinen sicheren Ort. Egal wo du hin willst, Mann, du findest mich dort. Wenn wir uns sehen, ja, dann sehen wir uns durch Kimme und Korn. Ich lass die Semtex fliegen, kill die Camper mit der MP7. Und wer mit mir spielt, lernt auch die Predator lieben. Wenn du nicht triffst, rate ich dir besser zu schießen, denn sind die Magazine leer. Machst du Bekanntschaft mit der Desert Eagle, Mission oder Outpost? Ich beweg mich lautlos, und wenn es sein muss, jag ich für dich das ganze Haus hoch. Wenn meine Bouncing Betty macht aus solchen Clowns, wär ich Konfetti. Und wenn nicht, bist du spätestens nach meinem Juggernaut tot. Kaum bin ich zu Hause, schon kann die Party beginnen. Ich setz das Headset auf und wart auf, was die Nachrichten bringen. Und ja, die Einladung ist da, lass für Baccara abstimmen. Und jetzt Start, ist doch klar, dass wir heute alles gewinnen. Das ist mein Team. Rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP, doch Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir, eine Runde geht noch. Du brauchst den Kopf nicht zu schütteln, da hilft kein Hinlegen. Dir wird ein dämliches Bunny hoppen nichts nützen. Ich sitz im Kopf mit deines Ostbeschützen. Also kommt ruhig zu zweit und werde Zeuge von ein paar Doppelabschüssen. Wenn dieser Tiefflieger kommt, macht der Kills im Affekt. Jetzt noch ein Treffer und ich platziere mein vielgeschätztes IMS. Reaper AH6, Überwachung AC-130. Ich lass die Drohne liegen und farm davor jetzt fleißig. Und dein Kampfhubschrauber bleibt nicht lang am Himmel, dank des Mob. Wir haben Skills und Engagement und das sieht man an dem Score. Es ist wundervoll, denn jeder Schuss führt zum Erfolg. Die Quote steigt dank meiner Kumpels und der UMP aus Gold. Du willst dich rächen? Suchst verzweifelt auf der Map, doch ich lieg grad mit Attentäter, Popo-Schalldämpfer in dem Haus versteckt. Wechsel auf Akimbo, visiert die Tür an und bin still. Also komm doch mit deinen Freunden, würd mich freuen, denn er macht es Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP, doch Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir, eine Runde geht. Viele denken, ich sei verrückt, doch ich muss das machen. Nur an diesem Ort schalte ich ab und kann mein Frust ablassen. Denn war der Tag mal wieder schwer, ja dann schnapp ich mein Gewehr, die ACR, um euch wieder mal die Tour zu vermassen. Denn ja, es stimmt, ich bin verrückt, doch ich muss das machen. Nur an diesem Ort schalte ich ab und kann mein Frust ablassen. Lehn mich zurück, schieß mit der FMG 9, bis es mir besser geht. Heute solltest du besser mal den Luft überwachen, denn Summer over the rainbow. Fliegt mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP, doch Summer over the rainbow.
over the rainbow. Flieg mein Paper und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir, eine Runde geht Summer over the rainbow. Summer over the rainbow. Der Score steigt mit einer Salve, die im Ohr bleibt. Kill ich die Gegner bei Fortnite in Rekordzeit. Wenn ich auskämpfen, glorreich emporsteig, dann nur, weil ich mordsmäßig will. Trinke immer auf, weil ich vorbereitet bin. 100% Schild, 100% Leben, na dann kann das Morden ja beginnen. Denn ich mach direkt zur Ankunft eine perfekte Landung. Will die Kiste plündern und bin echt gespannt drum. Hack ich mit der Axt noch die letzte Wand und bekomm gleich zum Anfang den besten Kampf. Und denn ich schwör, nichts auf der Map ist sehenswerter als ein legendärer Raketenwerfer. Orangenfarben wie seltene Jedi-Schwerter. Glaubst du wirklich noch immer, deine MP ist stärker? Ich bin ein Revolverheld und zieh daher besonders schnell. Ich komm in den Laden mit einer Tonne Granaten und schick dich mit deinem Schuss eine Woche lang schlafen. Mich schießt und brauch nicht nochmal zu laden. Ich bin mit doppelten Schaden einfach der Kappe geblasen. Es geht Skiska und du bist im Marsch und musst nochmal starten. Ich schmeiß meine Boogie Bomb und lass sie tanzen. Sitz mit meiner Gun aus Busch, geht dann zwischen den Pflanzen. Ich platziere mein Launchpad und bin wieder am Jumpen, um noch pünktlich in der Endzone zu landen. Ich stürze mich aus dem Schlachtbus raus. Wieder geht der Fallschirm auf und kaum bin ich gelandet, mache ich von meiner Axt Gebrauch. Du fragst dich, wie soll das alles enden? Ich kann's dir sagen, I'm the last man standing. Ich baue mir einen Turm oder mauer mir eine Burg. Ich raube mich wie ein Wurm weiter durch das Saugel des Sturms. Ich schreite voran und bleibe entspannt, denn ich habe einen Verband bloß einen heilenden Drang. Nimm den Bleistift zur Hand und zeichne mir dann eine einfache Wand. Bin so einzeln verschanzt, geh noch Greasy Grove und such nach weiterem Loot und du kommst bereits vor Wut und Fluss. Wann bin ich um meine Crew am Zug? Doch sie sind alles am Tod, in die Falle geht hoch. Und ich habe mir gleich zu Anfang eine Pumpgun geholt und verpasst ihr Idiot mit der taktischen Schrot. Ein Loch so groß wie die Krater vom Mond. Zweite Station ist der Heißluftballon. Let's get to it, so wie Kylie Minogue. Für das Lagerfeuer hat sich die Reise gelohnt und auch die letzten drei werden vom Blei nicht verschont. Seht mich an, da kommt der Lebkuchenmann. Die Beobachter beißen die Zähne zusammen, fangen wir die Schlacht beenden. Na klar, denn I'm the last man standing. Ich schmeiß meine Boogie Bomb und lass sie tanzen. Sitz mit meiner Gun aus Busch, geht dann zwischen den Pflanzen. Ich platziere mein Launchpad und bin wieder am Jumpen, um noch pünktlich in der Endzone zu landen. Ich stürze mich aus dem Schlachtbus raus. Wieder geht der Fallschirm aus und kaum bin ich gelandet, mache ich von meiner Axt Gebrauch. Du fragst dich, wie soll das alles enden? Ich kann's dir sagen, I'm the last man standing. Nimm mich Rumpelstilzchen, denn ich tanz ums Lagerfeuer. Tanz ums Lagerfeuer, tanz, tanz ums Lagerfeuer. Keine krummen Spielchen, wenn ich dich im Fadenkreuz hab. Dich im Fadenkreuz hab, dich, dich im Fadenkreuz hab. Du versuchst zu fliehen und bist voller Paranoia. Voller Paranoia, voll, voller Paranoia. Nun bist du am Kriechen, da ich ne Granate schleuder. Eure Türme stürzen, nein, wie Kartenhäuser. Ich schmeiß meine Boogie-Bomb und lass sie tanzen. Sitz mit meiner Gun aus Busch, geht dann zwischen den Pflanzen. Ich platziere mein Launchpad und bin wieder am Jumpen, um noch pünktlich in der Endzone zu landen. Ich stürze mich aus dem Schlachtbus raus. Wieder geht der Fallschirm auf und kaum bin ich gelandet, mache ich von meiner Axt Gebrauch. Du fragst dich, wie soll das alles enden? Ich kann's dir sagen, I'm the last man standing. Noch erinnern, mein Vater kam in die Wohnung gerannt. Schau mal, was Papa da hat. Ich war so gespannt, denn er hielt einen großen Karton in der Hand. Schob den Fernseher zur Seite und schloss die Konsole daran an. So fing das an.
Meine erste Spielekonsole, ich hab gezockt, nicht mehr geschlafen, ich wollte nie wieder ohne. Egal ob Pac-Man, Zelda, Tetris oder Battle Chess. Ich verbrachte Stunden und manchmal ganze Nächte vor der Nintendo DS mit Super Mario Bros, Peter Pan und den Piraten. Die Kassetten waren so groß, man konnte damit Mammut zerschlagen. Wenn Mama sagte, ich soll aufhören, ging's erst richtig los. Und denk ich heute zurückkommen, Erinnerungen hoch. Ich spielte Alpha Mission, Castlevania und Alfred Chicken. Mega Man war einer meiner absoluten Favoriten. Oft hatte ich Kreuze vom zu langem Sitzen. Doch selbst bei schönem Wetter spielte ich World Cup, anstatt den Park zu kicken. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gesorgt. Dann kam der Game Gear, ich kann mich noch genau erinnern. Kämpfe an Daumen und Fingern und das Augenflimmern war noch tausendmal schlimmer. Denn kaum im Zimmer schon war Sonic auf dem Pflichtprogramm, bis Mama mich erwischt hat und mir wieder auf die Schliche kam. Und ihn dann mit sich nahm, es war der Sega mal weg. Doch kein Problem, ich und mein Bruder kannten jedes Versteck. Mit Räuberleiter ganze Berge erklomm. Denn meistens war er zwischen Papas Socken oder auf dem Kasten neben dem Bett. Heiligabend, meine Schwester wollte ein Puppenhaus und Buntstifte. Bei uns stand groß Batman und Robin auf der Wunschliste. Stattdessen lag dann dieses Bäckchen unterm Weihnachtsbaum. Mein Bruder sah mich an, wir konnten es beide nicht glauben. Es war der Super Nintendo, dabei war Mario Kart. Ich weiß noch, wie mir mein Vater diese Banane nachwarf. Er ging in Führung und er dachte, das war's. Was für ein Spaß, als er dann sah, wie ihn knapp vor dem Ziel mein Panzer noch traf. Er war ganz schön im Fahrt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Mit der Nintendo 64 wurde jedes Spiel zum Zocker-Event. Was für eine Grafik, wenn ich an das alte Bomberman denk. Und wurdest du von einem Holzfass schon mal Richtung Wolken gesprengt? Warst du genau wie ich ein Donkey Kong-Fan? Plötzlich war alles in 3D und auch der Gameboy war out. Zu dieser Zeit brachte Sony nämlich die PlayStation raus. Ich saß mit Freunden zu Hause mit Chips bequem auf der Couch und war der Beste bei Tony Hawk, falls du eine Nachhilfe beim Skateboarden brauchst. Damals reichte mein PC für Age of Empires. Heute hab ich Zubehör von Razer und Sennheiser. Und nun seit kurz nach meiner Freundin auch ne Wie, doch bei einem echten Männerabend bleibt sie außer Betrieb. Die Xbox One, sie wird bestimmt in meinem Wohnzimmer sesshaft. Nur die Konsole, nein, ich finde auch der Controller ist besser. Und willst du wirklich wissen, warum die PlayStation nix für mich ist? Ich kann's dir sagen, weil es Halo halt einfach nur für die Xbox gibt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gezockt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpf ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gezockt. Mein Name ist John, Kennung Sierra 117. Als ich damals entführt wurde, war ich 6 Jahre alt. Dr. Halsey sagte uns, wir würden zu Soldaten ausgebildet und dass wir nicht mehr nach Hause zurückkehren werden. Nicht alle werden den Einsatz überleben. Mein Name ist John und das ist meine Geschichte. Ich war ein ganz normaler Junge mit Sommersprossen und braunem Haar. Als Dr. Catherine Halsey dann mein Auge auf mich warf, mitten im Schlaf wurde ich mitgenommen. Da ich einzigartig sei und nehme jetzt am Spartan 2 Programmteil angekommen. Auf Reach gab es Chief Mendes, der mein Ausbildner war. Ein hartes Stück, doch er machte mich zu einem brauchbaren Soldat. Ich lernte Samuel und Kelly kennen. Er war stark und sie fast so schnell wie ein Pelican. Dann traf ich Linda am gesamten Militärstützpunkt von Reach. Gab es weit und breit keinen besseren Gewehrschützen als sie. Wir wurden operiert, um unsere Leistung zu steigern. Die Muskeln wurden dichter, die Knochen um einiges breiter. Diesen Eingriff haben leider damals nicht alle überlebt. Ich hatte mit 14 den Körper von einem erwachsenen Athlet. Erst waren es nur Rebellen, doch dann kam das Massaker auf Harvest. Die Allianz hatte überraschend einen Angriff gestartet. Die neue Panzerung wartet, wir bekommen.
kam im Mjolnir auf Chichetti 4. Keine Rüstung davor hat so perfekt funktioniert. Haben das Raumschiff der Allianz gesprengt. Besser gesagt, mein Kamerad an diesem Tag nahm ich dann Abschied von Sam. Eine Armada der Allianz brachte das Ende von Reach. Ich stieg in die Pillar of Autumn, gelenkt von Captain Jacob Keys. Er sagte, Master Chief, schnapp dir Cortana und spring. Und ich lande das Ding auf diesem gewaltigen Ring. Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, wir dachten es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, dessen Zündung ich verhindern will. Und ich werde es schaffen, denn ich bin John, I am the King of the Hill. Notgelandet auf Installation 04, ein riesiger Ring aus Metall, dessen Oberfläche bewohnbar wirkt. Denn man sah Hügel und Täler, da waren blühende Gräser. Doch keiner wusste, dass die Konstruktion den Tod in sich birgt. Der Captain wurde von der Allianz verschleppt. Sie brachten ihn an Deck der Juice in Reconciliation und hielten ihn dort gefangen gesetzt. Nach der Befreiung von Keys wussten wir nun, worum es geht, und machten uns mit der UNSC auf dem Weg durch das Tunnelsystem. Gelangten dann zur Datenbank. Um den Captain zu retten, wurde ich von Cortana danach zum Waffenlager entsandt und fand, als der Kampf mit der Flak begann, gerade noch einen Weg, wie ich den Gebäudekomplex mit Ach und Krach verlassen kann. Dort traf ich Guilty Spark, eine künstliche Intelligenz, sicher für viele auch unter der Wächter von Halo bekannt. Er sagte, du musst den Index finden und den Ring damit sprengen. Und aus dem Grund wurde ich von ihm zum Reclaimer ernannt. Ich wurde fündig, entdeckte den Index in der Bibliothek. Cortana schrie, tu's nicht, denn sonst kommt jede Hilfe zu spät. War fast beim Zündschloss, ihr Rat kam wie die Rettung in Not. Denn wer Halo zündet, der reißt damit auch sich selbst in den Tod. Ich kämpfte mich zur Autumn und hab den Antrieb gestartet. Konnte ihn überhitzen dank meiner Neuralimplantate. Ich floh zum Shuttle und bei der Flucht sah ich, wie hinter mir der gesamte Ring zusammen mit dem Schiff explodiert. Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, wir dachten es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, dessen Zündung ich verhindern will. Und ich werde es schaffen, denn ich bin John, I am the King of the Hill. Delta verlief nach demselben Prinzip. Nur sprengten wir das Schiff von Miranda Keys, das in Ember glitt. Sergeant Avery Johnson kam mit einem Bergungsteam aus mehreren Marines, welches mich nicht sterben ließ, als ich von High Charity Richtung Erde stieß. Die Allianz suchte ein Artefakt, sie konnten es ausfindig machen und haben damit das Portal aktiviert. Ich fand die Botschaft von Cortana, wir machten uns auf die Jagd und wurden samt der Vorwart Antodown zur Arche transportiert. Ich schloss mit Grave, meint dem Leiter der Flat, einen gemeinsamen Pakt und gelangte danach an Bord der heiligen Stadt. Konnte Cortana retten, die Arche an ihrer Seite vernichten, doch der Impuls hat unser Flaggschiff in zwei Teile gerissen. In diesem Wrack hab ich mich dann in Kyrostase versetzt, trieb durch das Weltall fast 4 Jahre, dann hat Cortana mich gewählt. Wir kamen auf Requiem, einen sogenannten Blutsväterplanet, und folgten dem Signal der UNSC. Wir dachten, es führt zu Infinity, was sich aber als fälschlich erwies, und setzten den Didaktiker frei, der sein Gefängnis verließ. Er fand die Waffe und wollte damit die Erde liquidieren. Doch ich schaffte, eine Granate bei seinem Herzen zu platzieren. Nach seinem Tod hab ich den Sprengsatz in die Hände genommen und ihn gezündet, doch für Cortana war das Ende gekommen. Ich wollte sie hier nicht zurücklassen, doch genauso sollte es sein. Und dann verschwand sie mit den Worten, John, willkommen daheim. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, wir dachten es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, der wie ein Stern im Universum schwebt. Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo, dessen Zündung ich verhindern will. Und ich werde es schaffen, denn ich bin John, I am the King of the Hill. Durch die Digitalisierung der Bibliothekarin habe ich der Explosion standgehalten. Wir konnten die Bedrohung erfolgreich abwenden und somit die Menschheit retten. Ich habe überlebt, um den Kampf fortzusetzen. Mein Name ist John und das ist meine Geschichte. Zeit, um deine Auswahl zu treffen, um deinen Champ auszuwählen und um deine Zauber zu setzen. Das Spiel beginnt, ab ins Gebüsch, komm, lass uns jungeln gehen. Ich hab zerschmetternd dabei, der Golem fällt im Handumdrehen mit dem Mann auf
zu den Wölfen. So geht's weiter bis zum ersten Kill. Level 6, ich komm aus dem Wald gesprungen. Wer sterben will, soll kommen, ich nehm die Witterung auf. Sieht aus, als hätt ich nen richtigen Lauf. Hau drauf, du hörst den Jagdruf, rasende Wut. Du glaubst, ein Gewitter bricht aus. Ein Gewitter bricht aus, egal ob Bach, mit Lane oder versteckt im Wald. Mein Team und ich marschieren nach vorn, machen vor niemandem Halt. Niemals vorbei an den Türmen und den letzten Basalt. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Der Nexus muss fallen. First Blood, so gehört sich das. Mein Team und ich marschieren in deine Richtung. Miss Fortune auf Landgang, Feuer frei. Und der zweite Gegner stirbt an einer Bleivergiftung. Ich will töten, bin hungrig, Warwick. Ich bin der König des Dschungels, Vorsicht. Ich bin auf der Suche nach verschwundenen Gegnern. Vermutlich beim Fluss, ich durchsuche die Gräser. Ein hungernder Schlag, ich dreh wie immer gleich durch. Meine Feinde, sie zittern vor Furcht, denn ich beiß ein Stück Fleisch aus dem Gegner heraus. Und ich heil mich dabei dank und stillbarer Durst. Ich bin einfach nicht aufzuhalten, versenk meine Klauen im Rücken des Feindes. Ich bin im Blutrausch, lauf zurück in die Basis und kauf mir das erste vernünftige Ei. Ich fang erst an, noch ein paar Kills und ich bin nicht mehr tot zu kriegen. It's only fun if they run, komm mit mir und du siehst ihre Leichen am Boden liegen. Wir erzielen das Hass, ich schlage dich Schrottwerf, es gibt keine Gegner mehr. Erst bin ich gottgleich, dann bin ich legendär. Ich jetzt komm Segen. Egal ob Dogfang mit Lane oder versteckt im Wald. Mein Team und ich marschieren nach vorn, machen vor niemandem Halt. Niemals vorbei an den Türmen und den letzten Basalt. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Nexus muss fallen. Dank meiner Runen und Masteries beweg ich mich flink wie Master Yi. Bin der schnellste Spieler am Lichtfeld und so langsam bekomme ich Appetit. Wir kommen immer näher, stürzen den Inhibitor. Du willst uns folgen, dann Demo den flinken Speer. Findest du dort ein paar Pilze vorbei, so viel Heilung hilft kein durchdringender Pfeil. Varus schießt an mir vorbei und stirbt darauf. Den Dr. Mundo wirft sein infiziertes Beil. Ich kann ihren Gestank riechen, wir bringen den zweiten Turm zum Fall. Am Mumu fängt zu weinen, dann sieht was so aus, als bekäme den Booster. Egal ob Dogfang mit Lane oder versteckt im Wald. Mein Team und ich marschieren nach vorn, machen vor niemandem Halt. Niemals vorbei an den Türmen und den letzten Basalt. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Der Nexus muss fallen. Dogfang mit Lane oder versteckt im Wald. Mein Team und ich marschieren nach vorn, machen vor niemandem Halt. Niemals vorbei an den Türmen und den letzten Basalt. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Runde 1, ich bin der Erste, der die Bestie beschwört. Jetzt gibt's Action, denn bei uns wird nicht gekämpft wie beim Friseur. Wir tragen das Zeichen, sind verflucht und wenn wir nicht die Straßen säubern, sitzen wir nachts im Wald und essen Bohnen am Lagerfeuer. Wir laden nach und schalten die Stromkästen ein, lassen die Items liegen, falls die Munition nicht mehr reicht. Ich hantel mich von Dach zu Dach, durchsuch das ganze Gelände. Ich heiße Jeff Goldblatt, Experte für Ritualgegenstände. Mit Schlüssel und Füller geht's zum ersten Altar. Ich lauf im Kreis, doch die Geister sind keine ernste Gefahr. Nochmal zurück, ich pack den Torbum in mein noch leeres Inventar und schick den letzten Zombie mit einem Gewehrschuss ins Grab. Welle 2, wir sammeln das Abzeichen auf. Ich öffne den Spalt und zieh mich mit meinen Tentakeln zum Haus. Ich bin im Ruby Rabbit, die Geister zerfallen zu Staub. Den dreiköpfigen Beast jag ich heute noch ne Salbe ins Auge. Pass mal auf! Herzlich willkommen in Dr. Montys Fabrik. Mir genug Divinium, gibt es heute Zombies zum Spieß. Zu viert laufen wir durch die Straßen mit haufenweise Granaten und verprassen unser Erspartes beim Kaugummi-Automaten. Wir sind verflucht, flucht. Keiner von uns hat die Reise hier gebucht. Aber immer wenn der Schattenmann uns ruft, sind wir wieder im Mod City auf Besuch. Und wie immer spritzt das Puder so viel nicht mit meiner Crew. Ist Marco down, gibt es kein Hindernis mehr. Ich lauf über die Brücke und krall mir schnell noch sein verbliebenes Herz. Lediglich ein letzter Zombie läuft noch hinter mir her. Doch kein Problem für mein ICR-Maschinengewehr. Sieht aus, als ob in den Gang von mir noch ne Sicherung wär. Sie ist bestimmt nützlich, wenn du willst, dass der Zivilschützer werkt. Doch erstmal weit hast du den hellen Strahl am Himmel bemerkt. Wir sind nur noch einen Steinbruch von der Waffenkiste entfernt. Dank dem Fumigator bin ich ein geübter Mottenfänger. Nicht umsonst nenne meine Freunde mich den Knospensprenger. Ab zum Zug, ich schnapp das Hardline, kill wieder zwei der Gespenster. Verdammt zum Hafen und halt auch schon nach den Zeichen im Fenster. Ich lege die Statuen frei, denn sie halten das Sei. Und nach dem Meisterschaftsgürtel gibt es nur noch ein Ritual, das noch bleibt. Ich stell mich davor, verpasst in den Toten ne offene Wunde. Wie es aussieht, droppt es diese Runde wieder doppelte Punkte. Herzlich willkommen in Dr. Montys Fabrik. Mir genug Divinium, gibt es heute Zombies zum Spieß. Zu viert laufen wir durch die Straßen mit haufenweise Granaten und verprassen unser Erspartes beim Kaugummi-Automaten. Wir sind verflucht,
immer spritzes Puder, so fit nicht mit meiner Crew. Besser du bestellst deinen Kumpels nen schönen Gruß, denn meine Crew und ich schicken dich und deine Jungs zurück ins Bootcamp. Shoot'em, die Knospen färben sich langsam schon violett. Ich schätz, mein Set für die Wunderwaffe ist bald mal komplett. Alles läuft perfekt, ich füll das Ei mit deiner weiteren Seele. Wir holen das Schwert, selbst wenn es brennende Fleischbälle regnet. Ich bau die Rüstungsteile zusammen und erhalte den Schild. Langsam wird es Zeit, dass zumindest eine von uns den Schattenmann killt. Ich nehme die Ray und schmeiß sie ins Portal und werte sie auf. Nun hat die letzte Etappe begonnen und mein Herz pumpt wie Sau. Denn wenn wir's nicht schaffen, war der Aufwand mit der Fahne umsonst. Drum heißt es jetzt Damage, um den Schattenmann zum Altar zu bekommen. Konzentration, ein falscher Schritt und die Schlucht bei der Wand kann zum Verhängnis werden und schon fängt der Spuk richtig an. Jetzt bloß kein Fehler, denn nur noch eine Minute und dann wird der Schattenmann endlich zurück in seine Kugel verbannt. Herzlich willkommen in Dr. Montys Fabrik. Mir genug Divinium, gibt es heute Zombies zum Spieß. Zu viert laufen wir durch die Straßen mit haufenweise Granaten und verprassen unser Erspartes beim Kaugummi-Automaten. Wir sind verflucht, flucht. Keiner von uns hat die Reise hier gebucht, bucht. Aber immer wenn der Schattenmann uns ruft, ruft, sind wir wieder im Mod City auf Besuch. Und wie immer spritzt das Puder, so viel nicht mit meiner Crew. Tausende Menschen versperren die Türen und decken sich mit Vorräten ein. Sie nehmen sich Urlaub aus der Sorge, nicht ganz vorne zu sein. Die Welt hält den Atem an, denn seit dem ersten Kill of Summit sind 2 Jahre vergangen. Jetzt kommt die Fortsetzung, ich nehm den Controller in die Hand, setz das Headset auf und schmeiß meine Konsole wieder an. Heute ist der 13. November und ab dem heutigen Tag wird zu den Waffen gerufen. Wir ziehen erneut in die Schlacht wie damals in Nuketown. Firing Range, Havana und Crack fliegen die Granaten, sobald nur eine von uns den Startpunkt verlässt. Hanoi, Crisis, Grid und Villa waren echt verdammt gute Maps. Heute sind es Karten wie Cargo, Turbine, Jemen und Aftermath. Macht euch bereit, haltet euch fest, denn ich mach den Starter bekannt. Fax marschieren nach vorn mit meiner Mannschaft, die Typ 25 im Anschlag. Sammel die Scores, Drakes, wenn du denkst, dass dir dein Einsatzschild hilft, ruf ich meine K9-Einheit und schon steigen die Kills. Ruf zu den Waffen, ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset und mach mich bereit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset, vergesse die Zeit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ob Team Deathmatch oder Capture the Flag, dir wird deine Flashbang nicht viel nützen. Cause our world is tactical mess. Du hast den Punkt, überleg dir, wie du diese setzt. Denn in der Hitze des Gefechts liegt es oft am richtigen Set. Special Effects ohne Ende, wenn du mir auf der Map begegnest, hab ich schnelle Hände und wahrscheinlich auch ne Hellstorm-Rakete. Lass meinen AGR zu Boden gehen. Und kaum ist er aus der Abwurfkiste heraußen, schon regnet es Munition durch die Gegend. Die nächste Runde hat gestartet und ja, ich weiß, wo du bist, doch meinen Orbital Faust hat hinterlässt du deine Spuren auf der Karte. Nimm die RPG und wenn der Schuss richtig landet, hol ich deine UAV vom Himmel, während du im Stun meine Wurfmesser wartest. Hab die Eskortrone dabei, sie ist ein treuer Begleiter. Sie gehorcht wie auf Befehl, außer mir steuert sie keiner. Ich eröffne das Feuer und ob du wirklich richtig stehst, siehst du nur, wenn dich mein Blitzschlag verfehlt. Ruf zu den Waffen, ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset und mach mich bereit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset, vergesse die Zeit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich weiß, dass ich süchtig bin, denn ich komm nach Hause und spiel Black Ops 2. Sag mir, spürst du die Gefahr? Ich weiß, was es heißt zu spielen, drum pack ich die Klemmer und mein Messer ein. Nimm die Gegner ins Visier. Glaub mir, ich finde dich. Und es wär besser, du lässt es sein, weil du gegen mich verlierst. Hörst du nicht den Ruf zu den Waffen? Ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset und mach mich bereit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset, vergesse die Zeit. Nimm den Controller in die Hand und fang an. Herzlich willkommen bei Black Ops 2. We'll be right back.
Ruf zu den Waffen. Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen. Mani Beutmann und Frank Buschmann. Meine Jungs sind im Fußballfieber, jede Minute beginnt das neue Spiel. Ich will eine Mannschaft von der Bundesliga und wieder überkommt mich die Euphorie. Ein letzter Blick in den Kader und ich bin kampfbereit. Langsam wird es Zeit, dass der Schiedsi endlich zum Angriff pfeift. Ich bin im Ballbesitz, ich schlängel mich durch, spiel den Pass nach links und er geht knapp vorbei am Gegenspieler. Jetzt X, damit die Flanke sitzt. Nicht zu kurz, nicht zu weit. Gott verdammt, er könnte passen. Tolle Flanke. Er könnte. Das sieht gefährlich aus. Er könnte passen. Zu zweit vom Tor, aber wieder mal nicht nachgedacht. Mal sehen, ob es der Gegner mit dem Ball bis in den Strafraum schafft. Und während Manni Beutmann dieses Spiel kommentiert, mach ich ne Grätsche und das Ding ist wieder bei mir. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Flügelspieler Marco Reus. Rückfallzieher Lattenkreuz. Nachschuss, das wird Eckball geben. Mario Götze. Mach mich stolz, nur noch ein Augenblick. Dann kommt der Pausenpfiff und ich verwandel die Flanke noch mit dem Außenriss. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Oh, wie bei der FIFA. Ich seh die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, wie bei der FIFA. Hey, wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Hey, wie bei der FIFA. Jetzt geht's in die zweite Halbzeit. Manuel Neuer ist mein Lebensretter. Selbst bei Regenwetter gelingt dem Gegner kein Gegentreffer. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Ich lauf mich frei und schon wieder landet der Pass wie bestellt. Eine schwache Stelle in der Abwehrkette liefert Angriffsfläche und ich marschier wie die Blaskapelle über die Rasenhälfte. Dank einer Schlaftablette hab ich Platz für flache Bälle und Stangenpässe. Perfekt, wenn ich nicht handgespielt hätte, das gibt wohl Freistoß. Knapp vor Ende, das kann doch jetzt echt nicht sein. 90. Minute, wenn er pfeift, ist dieses Match vorbei. Auch wenn er mir die Gelbe zeigt, vielleicht hilft ein gestrecktes Bein. Doch jetzt steht er komplett allein vom Tor und netzt tatsächlich ein. Und wieder mal geht das Spiel in die Verlängerung. Für was zum Teufel spiele ich mir hier eigentlich die Hände wund? Egal, ich kann den Sieger dann auch später genießen. Denn ich sehe schon, das hier endet höchstwahrscheinlich beim Elfmeterschießen. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Oh, wie bei der FIFA. Ich seh die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, wie bei der FIFA. Hey, wie bei der FIFA. Viva la FIFA, viva la FIFA, viva la FIFA, hey, viva la FIFA, viva la FIFA, viva la FIFA. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Oh, viva la FIFA. Ich will die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, viva la FIFA, hey, viva la FIFA, viva la FIFA, viva la FIFA. Viva la FIFA, hey! Viva la FIFA, oh! Viva la FIFA, la FIFA, la FIFA, oh! Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mani Beutmann sagt Tschüss, bis die Tage. Ein Säbel, zwei Krieger, ein Label. Hinter dem Nebel ertönt das Horn zu Violinen und Tonnen.
und blinden Klamm wir spießen. Eure Schädel auf der Wiese daneben auf riesige Pfähle und platzieren sie, sodass man sie gut sehen kann. Wir stümmeln euren Spähen, feind sein linkes Bein als Krug und trinken daraus Blut, so wie ein Wikinger das tut. Uns zu stoppen war ein hinkender Versuch und auch das zweite Bein wird abgehackt, wir schicken es zum Gruß. Mit Paukenschlägen kämpft das Schiff sich durch die Flut. Der Schweiß geht an den Händen, tropft vom Kinn bis hin zum Fuß. Von der Spitze bis zum Bugger klingt der Ruf von meiner Bruderschaft zum Rudertag mit purer Kraft am Weg in die Jahrhundertschlacht. Hinter dieser Rüstung schlummert euer Tod. Unsere Männer sind Barbaren im Kampf hundertfach erprobt. Wir kommen in den Dorf, nicht mal die Hunde werden verschont. Durch das Durchschneiden ihrer Kinn wird sich das Brunnenwasser rot. Während das Unwetter noch durchschwemmt, wir den Hofpalast schon wird das Stroh einfach die Wand hinfort. Euer König baumelt hoch vom Dach bei Odins Bart. Ich schneide deinem Sohnemann die Hoden ab und töte deine Frau mit einem groben Satz der großen Nacht. Meine Männer sind für Mut und ihren Stolz berühmt und schießen so viel Pfeile mit der Armbrust, bis die Bolzen glühen. Die Schultern ziert das Wolfskostüm, die Ordenskrieger morden wieder. Und meine Klinge öffnet dir den Hals, als wäre sie ein Korkenzieher. Vom Himmel fällt Regen den Gesichtern entgegen und wieder hissen wir die Segel, dass sie wir dann überleben. Es kommt ein Ritt durch das Seelen, sobald die Schiffe anlegen, müsst ihr dem Schicksal begegnen und euer Priester fängt zu segnen. An eine Klinge, ein Säbel, zwei Krieger, ein Label hinter dem Nebel ertönt das Holz zu Violinen und Trompeten. Klang wir spießen eure Schädel auf der Wiese daneben auf riesige Pfähle und platzieren sie, sodass man sie gut sehen kann.